Hallo Leute, ein Warner Bros. Game, made by Fifth Cell. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Projekt. Wir spielen mal eine Runde zusammen Scribblenauts Unlimited, weil die Musik aus ist. So, und zwar ist dieses Spiel nämlich gerade bei Steam im guten Angebot gewesen. Und da habe ich mir gedacht, das legst du dir jetzt mal zu und zeigst den Leuten mal, was es denn so für tolle, fantasievolle Spiele gibt, wo man selber auch mal ein wenig die Fantasie spielen und blühen lassen kann. Wichtig dabei ist der klassische Kaffee am Morgen. Und ich würde sagen, wir starten mal durch. Ursprünglich war Scribblenauts übrigens auf dem DS. Und das habe ich damals schon gespielt, fand das voll toll. Unsere Geschichte beginnt mit Opa Edgar und Oma Julie. Jetzt halte ich erstmal meine Klappe. Es ist schwer zu glauben, aber Opa Edgar war eins der berühmtesten Abenteurer der Welt. Oma Julie sah das ganz anders. Auch sie war eine Abenteurerin. Edgar entfernte oft Ranken und öffnete Türen, die seit Generationen verschlossen schienen. Fand dort dann aber Julie beim Picknick vor. Und so wetteiferten sie gegeneinander Abenteuer um Abenteuer. Einmal kam Julie Edgar beim Erklimmen einer verschollenen Pyramide zuvor. Doch der Schatz, den sie oben entdeckte, war ein Verlobungsring. Die beiden zogen sich etwas zurück, um eine Familie zu gründen. Und die Familie wuchs, bis es 42 Kinder waren. Eines Tages gaben Mama und Papa Maxwell und mir zwei tolle Geschenke. Das erste war ein Zauberglobus, mit dem man überall hinreisen konnte. Das zweite war ein unglaubliches Notizbuch. Man schrieb dort ein beliebiges Wort hinein und dieses wurde dann Wirklichkeit. Unsere Eltern befürchteten, dass wir verwöhnte Belger werden würden. Ich spiel mit dem Geld. Deshalb schickten sie uns los, um uns den Herausforderungen der Welt zu stellen. Auf dem Weg in die Stadt trafen wir einen alten Mann, der sagte, dass er hungrig sei. Maxwell erschuf etwas, um es ihm zu geben, spielte ihm aber einen gemeinen Streich. Der Apfel war faul. Der alte Mann spuckte ihn sofort wieder aus und wurde sehr, sehr böse. Da sprach er eine Art Zauberspruch, nannte uns verwöhnte kleine Belger und verschwand. Zunächst schien es, als sei nichts passiert. Doch als Maxwell weitergehen wollte, konnte ich ihm nicht folgen. Der alte Mann hat mich mit seinem Fluch zu Stein verwandelt. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Zum Glück war die Farm unseres Bruders Edwin in der Nähe. Mann, ihr hättet sehen sollen, wie sauer Edwin war. Er konnte nicht glauben, was wir mit dem alten Mann gemacht hatten. Er meinte, wir hätten die Strafe verdient. Zum Glück wusste Edwin über Starrites Bescheid. Starrites sind magische Objekte, die aus der Freude anderer entstehen. Wenn man genug tut, um andere glücklich zu machen, findet man einen Starrite. Wenn Maxwell mit Hilfe des Notizbuchs Gutes tut, kann er hoffentlich genügend Starrites sammeln, um meinen Fluch zu brechen. Maxwell rief, genau, ich werde losziehen und so vielen Leuten wie möglich helfen. Ich werde alle Starrites auf dieser Welt finden und dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht, Lily. Und so schnappte sich Maxwell das Notizbuch und machte sich auf den Weg. Jo, das war's mit dem Intro. Und jetzt geht es los, das Spiel. Wem das Spiel überhaupt nichts sagt, vom Prinzip her und so weiter und so fort, wird man ziemlich schnell hier mitbekommen, was man hier machen kann. Geh zum Bauern. Mach mal. Klick auf Edwin, das ist ein Bruder von ihm. Haben wir ja gerade gehört. Verdiene dir einen Starrite, indem du Edwin mit seinem preisgekrönten Schwein hilfst. Okay, machen wir. Die Grundlagen, das ist jetzt hier das Tutorial für das Spiel. So, verwandle das schwächste Schweinchen des Wurfs in ein preisgekröntes Schwein. Beschreib ein Objekt, das Maxwell beim Schrubben des Schweins hilft. Verwende das Notepad, das ist hier oben. Glück, tippe etwas, um das Schwein zu reinigen. Womit putzt man Schweine? Ich würde sagen, mit einer Bürste.
Bürste, Besen oder Haarbürster? Haarbürster. Zieh das zu Maxwell. Cool. Verwende das Objekt und bla bla. Cool, Schweinchen ist sauber. Klicke auf den Fortschrittsbalken für den aktuellen Hinweis. Das ist hier oben. Verwende das schwächste Schweinchen. Blablabla. Klick auf Maxwell und entferne dieses Objekt. Entfernen. So. Das kommt jetzt erstmal in den Müll. Das Schwein sieht großartig aus. Benutze jetzt sein Additiv, um das Schwein größer zu machen. Ausgewachsen. Ups. Tippe ein Adjektiv, ja. Ausgewachsen. Ne, ausgewachsen, ne. Na gut. Klick. Ah, hat geklappt. Jetzt ist es groß. Hilft dem Schwein, den Talentwettbewerb zu gewinnen. Verwende ein Adjektiv und ein Nomen, um Flügel zu schreiben, ja, die groß genug sind, um das Schwein zu tragen. Tipps werden im Laufe der Zeit entsperrt. Klicke auf das zugehörige Objekt, um den Tipp zu erhalten. Ah. Zack. Ah, hier, Tipp Nummer 1. Es braucht große Flügel, die ihm helfen zu fliegen. Warum auch immer das Schwein fliegen muss. Objekt erschaffen. Riesige Schwingen. Ah, das. Der magische Rucksack bewahrt Objekte für später auf. Wirf den Flügel in den Rucksack und warte, bis die Lichter angekommen sind. Okay. Flügel. Die sieht cool aus. In den Rucksack. Zack. Na dann, show me. Das sind unsere Gegner. Okay, nimm die Flügel aus dem Rucksack. In die Ecke. Okay. Ja. Und jetzt an das Schwein. Und jetzt kann das Schwein fliegen. Das wäre toll. Bla 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 bla. Das ist wie bei den Sims. Bla 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 bla. Okay. Platz 3, okay. Platz 2. Das ist niemand Schwein. Das ist ein Hamster, ein riesiger. Oder ein Meerschweinchen. Yay, das ist Platz 1 und wir bekommen den Star Ride. Und den müssen wir jetzt aufsammeln. Sehr gut. Jo, die Grundlagen fertig. Oh yeah. Ja, damals gab es das Spiel, wie gesagt, auch auf dem DS ursprünglich. Da war das auch schon mega geil und jetzt geht das ja schon weiter. Kann ich gar nicht so viel erzählen, Mensch. Verdiene dir Splitter, indem du anderen hilfst. 10 Splitter ergeben ein Star Ride. Verwende Star Ride Vision, um Splitter zu finden. Verwende die Vision. Klick. Ah. Weg damit. Ne? Kannst du nicht wegmachen. Na gut, klick. Hilf dem Samen zu wachsen. Schalte die Vision aus. Ah, okay. Ein Objekt schreiben. Womit gießt man denn Blümchen? Mit einer Gießkanne. Gießkanne. Das ist jetzt nicht so besonders fantasievoll, aber da kommt schon noch. Da kommen dann die verrücktesten Sachen. Benutzen. Ja. Alle Wetter. Das für eine Blume, ey. Oh. Die Pflanze hat die andere Splittergelegenheit verdorben. Setze das Level zurück, damit du diese erledigen kannst. Deine bereits erworbenen Splitter bleiben erhalten. Ah, drücke Escape, um ins Menü zu gelangen. Da ist jetzt die Frage, ob jetzt hier kaputt gegangen ist. Nicht dafür. So, zurücksetzen. Ja. Bitte. Show me. Ach, guck an. Der Notizblock kann viele Dinge erschaffen, allerdings sind Anzüglichkeiten, kopiergeschütztes Material und Eigennamen nicht erlaubt. Diese Regel gab es auf dem DS so explizit nicht. Hilf mir. Mhm. Mein Kätzchen steckt oben im Baum fest. Hol es für mich runter. Okay. Superman. Superman gibt es anscheinend nicht. Megaman. Ja, gibt's auch nicht. Megaman. Megafon. Megagon. Magazin. Magma. Magma. Hohoho. Nee, wie kriegen wir denn jetzt runter? Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. So. Ist nicht so schlimm, aber muss ich ein bisschen schreiben. Zack. Krass, der Bild. Er hat den Baum gefällt. Coolio. Wenn man den Feuerwehrmann nicht mehr braucht. Ups. Ich wollte gerade den Müll ziehen. Naja, die Grundlagen zu lernen, war nur der erste Schritt, um Livy zu retten. Nutze die Bushaltestelle, um deine Reise in die Hauptstadt zu beginnen.
Du kannst jetzt Maxwells Bruder Edwin spielen. Kaufe. Klicke. Klicke auf Maxwell und dann auf Nimm Avatar, um als einer von Maxwells freigeschalteten Brüdern zu spielen. Avatar-Auswahl. Ja. Browser starten. Wechsle den aktuellen Avatar hier aus. Klick. Okay. Jetzt sind wir cooler Bruder. Oh, den wollte ich eigentlich nicht haben. Oh, Errungenschaft freigeschalten. Nett. Avatar-Auswahl. Ich möchte wieder zurück ich sein. Da kann ich euch gleich noch was anderes zeigen. Das ist voll cool. Und zwar kann man sich auch Klamotten erschaffen, die dann anziehen. Was ziehen wir jetzt mal Schönes an? Ein Ninja-Anzug. Zieh Kleidung rüber auf Maxwell, damit er sie trägt. Die meiste Kleidung gibt es nur in Maxwells Größe, aber Hüte sind in Einheitsgröße. Yeah. Geil. Jetzt noch ein Hut. Ein Bandana. Bandana, genau. Geil. Sieht doch nicht schick aus. Irgendwie sieht das kacke aus. Anklicken, entfernen. Und entfernen. Und jetzt geht's in die weite Welt hinaus. Hauptstadt, los geht's. Das ist sozusagen der erste Level. Oh yeah. Willkommen in Hauptstadt. Hier gibt es so viel zu tun. Das ist unglaublich. Ich habe mir das Spiel ja schon vorher ein bisschen angeguckt. Ich möchte ja wissen, was ich euch erzähle. Was gibt's hier von dir? Ich will unterhalten werden. Halt. Super Nintendo. Nee, gibt's natürlich nicht. Spiele, Konsole. Spielhalle. Dann machen wir halt eine Spielhalle. Eine Vergnügungshalle. Zack. Na, kannst du nichts mit anfangen? Ich schon. Spielen. Hä? Cool. Das ist ja nice. Wieder ausgeschalten. Das ist ja cool. Naja, da kann jedenfalls nichts damit anfangen, wie das aussieht. Zoom mal raus hier, Junge. Wir unterhalten ihn mit einem Clown. Buff. Ah, guck mal eine an, was hier abgeht. Wo gehen die jetzt hin? Oh. Hier ist noch gesperrt. Na gut, jedenfalls ist er glücklich, das ist toll. Den Türen auf. Mhm. Aufsammeln. Hätscheln. Hätscheln. Ah ja. Hey, es kommt mit. Aufsammeln. Geben. Da ist ein Käfer, bitteschön. Ich hau erstmal ab. Ab ins Krankenhaus. St. Asterisk heißt es. Willkommen in St. Asterisk. Asterisk heißt übrigens nicht Asterix. Sondern mit Asterisk ist der Stern gemeint. Also das Zeichen Sternchen. So, was hat er denn hier Schönes? Er hat gar nichts. Na gut, aber ein cooles Bandana. Der sowas wollte ich eigentlich haben, aus wahrscheinlich ein Verband. Erschaffe etwas, womit ich die Operation durchführen kann. Skalpell. Ja, sehr gut. Eingriffsinhalt. Und schon ist er ganz. Das ist ja toll. Oh, Kenpo. Das ist ein Bruder von ihm. Nett. Hi. Blöd. Der ist blöd. Haha. Was auch immer das Ding jetzt macht. Gib das her. Ich will das haben. Okay. Was hast du denn hier? Hilf den Patienten, die in das Krankenhaus kommen. Okay. Noch mehr. Oh, das ist ein mehrschichtige Aufgabe. Entschuldigung. Hilft den Patienten, die zum St. Asterisk Krankenhaus gebracht werden. Okay. Mal gespannt. Bist denn du? Dieses Kätzchen ist total krank. Erschaffe etwas, um es zu heilen. Sieht aber wirklich ein bisschen krank aus, mal. Notizblock. Objekt erschaffen. Du kriegst jetzt eine